Warum hat Grindelwald eigentlich nie selber einen Horcrux erschaffen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Gellert Grindelwald, Lord Voldemort und Horcruxe. Genauer gesagt sprechen wir darüber, warum Gellert Grindelwald nie wie Voldemort einen Horcrux erschaffen hat. Grindelwald und Voldemort werden sehr oft miteinander verglichen. Beide sind dunkle Zauberer, die die Zaubererwelt erschüttert haben. Aber wenn es um die feineren Details ging, erwiesen sich beide Männer tatsächlich als sehr talentiert und gefährlich, aber dennoch auch sehr unterschiedlich. Etwas, das mich schon immer beschäftigt hat und ich auch irgendwie immer im Kopf hatte, wenn ich an Gellert Grindelwald denke, ist die Tatsache, dass er nie einen Horcrux erschaffen hat. Und ich kann eigentlich nur fragen, warum eigentlich? Warum hat er sein Leben nicht unendlich verlängert, um sicherzustellen, dass er immer da war, um seine Ziele zu erreichen und zu überwachen? Also lasst uns gemeinsam auf die möglichen Gründe gucken und erkunden, warum Gellert Grindelwald nie Horcrux erschuf. Um die Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir zuerst einen Blick auf Grindelwald als Charakter werfen und wie er sich von der einzigen Person unterscheidet, die in über 2000 Jahren einen Horcrux erschaffen hat, Lord Voldemort. Die Sache ist die, auch wenn Gellert Grindelwald und Voldemort einige Ähnlichkeiten hatten, wie die Übernahme der Zaubererwelt anzustreben, waren sie trotzdem völlig unterschiedliche Menschen. Grindelwald hat nie wirklich in Erwägung gezogen, unsterblich zu werden. Es war einfach nicht sein Ziel. Die Wahrheit ist, dass die Macht, sich unsterblich zu machen, damals und auch heute eine sehr große graue Zone ist und war. Ja, es gab Gerüchte über Leute, die versucht haben, sich unsterblich zu machen, und die Unsterblichkeit war bekannt für ihre unerprobten gefährlichen Methoden. Dann gab es natürlich noch einen anderen Mann, der tatsächlich die Macht erlangt hatte, ewig zu leben, Nicolas Flamel, der berühmte Alchemist, der mit der Erfindung des Steins der Weisen und des Elixiers des Lebens den Alterungsprozess rapide verlangsamen konnte. Aber Nicolas Leben war für immer an die regelmäßige Einnahme des Elixiers gebunden. Im Auftritt von Nicolas Flamel im fantastischen Tierwesen-Teil Grindelwalds Verbrechen können wir eindeutig die Konsequenzen der Verlängerung seines Lebens sehen. Sie sind nicht so schlimm wie die eines Horcruxes, aber sie sind halt auch nicht von der Natur her vorgesehen und hatten daher ihre eigenen Nebeneffekte. Bei den Horcruxen habe ich keinerlei Zweifel, dass Grindelwald wusste, was sie waren und was diese tun. Aber das war so ziemlich die dunkelste magische Praxis, die es gibt, und nichts konnte eine Horcrux-Erschaffung übertreffen. Das war ein Gebiet der Magie, die nicht einmal Grindelwald betreten würde, denn diese Praxis war für Zauberer gedacht, die alles Gute in sich aufgegeben hatten, und Grindelwald war technisch gesehen kein böser Mann. Er hatte keine Freude daran, Menschen zu verletzen, und er hatte keine Freude daran, Menschen zu foltern. Es hat ihm keinen Spaß gemacht, magische Leute zu töten, und es war nie seine Absicht. Er wollte sie von den Fesseln und der Unterdrückung befreien, und dies natürlich zum Wohle der Allgemeinheit. Bei ihm hieß es immer nur, der Zweck heiligt die Mittel. Grindelwald war vor Lord Voldemort der mächtigste dunkle Zauberer seines Zeitalters, aber er war nicht so stark von der Zauberkraft wie Voldemort. Er war einfach nicht so stark wie sein Nachfolger, und er erreichte von der Stärke nie das Niveau von Lord Voldemort. Voldemort war viel weiter fortgeschritten und er hatte immer einen ständigen Hunger, sich selbst zu übertreffen. In jedem einzelnen Bereich der Magie wurde er immer besser und besser. Er hörte nicht eines Tages auf und sagte, naja, das war's, ich bin sowieso der Mächtigste. Ich habe das Gefühl, dass er nie seinen Höhepunkt richtig erreicht hat. Aber versteht mich nicht falsch, er war sehr, sehr weit gekommen, jedoch war sein Ziel viel höher und das betraf seine eigene Entwicklung. Voldemorts Hauptziel war es, die Grenze der Magie weiterzutreiben als jede andere vor ihm, um die Magie auf eine ganz andere Ebene zu heben und Dinge zu tun, an die niemand je auch nur annähernd herangekommen war. Außerdem wollte er natürlich um jeden Preis unsterblich werden und auch bleiben. Und dies tat er dann auch mit dem Wissen, dass es Konsequenzen haben würde, wenn er Horcruxe erschaffen würde. Er war allerdings nicht bereit, diese Konsequenzen zu akzeptieren, wie etwa, dass seine Seele für alle Ewigkeit in der Vorhölle festsitzen würde. Er war ja fest der Überzeugung, dass er nicht sterben würde und dementsprechend würde er auch nicht in der Vorhölle landen. Was Grindelwald an Stärke fehlte, machte er durch seine große Weisheit wieder gut. Er war sehr weise und meiner Meinung nach auch etwas intelligenter als Voldemort. Damit möchte ich nicht sagen, dass Voldemort dumm ist, denn Voldemort war definitiv meiner Meinung nach unter den Top 5 im Intelligenzranking, aber Grindelwald war über ihm. Grindelwald würde niemals seine eigene Menschlichkeit riskieren und riskieren, für immer in der Vorhölle festzustecken, indem er ein Stück seiner Seele herausreißen würde und in einem externen Objekt speichert.
Dieses Ritual der Horcruxe war nur für einen Zauberer geeignet, der bereit war, seine gesamte Menschlichkeit zu opfern, um das Ziel zu erreichen, den Tod zu überlisten. Grindelwalds Ziel waren die Heiligtümer des Todes, und diesen schenkte Voldemort nie wirklich viel Aufmerksamkeit, außer natürlich am Ende dem Elderstab. Ich glaube aber, selbst dafür hätte er sich nicht interessiert, wenn Harrys und sein Zauberstab sich nicht den gleichen Kern teilen würden. Grindelwald wollte der Meister des Todes werden, also alle drei Heiligtümer des Todes besitzen, und das schon in sehr jungen Jahren, seit er ein Teenager war. Aber trotz seiner Leidenschaft und Interesse an den Heiligtümern wusste er nur sehr wenig über sie. Er kannte nicht die Gefahren des Elderstabs in Bezug auf die Loyalität, Zugehörigkeit und die Macht. Er hatte keine Ahnung, wie sich der Unsichtbarkeitsumhang von anderen Umhängen unterscheidet. Und was den Stein der Auferstehung angeht, war es einer seiner Pläne, eine Armee von den Feri mit dem Stein aufzustellen. Grindelwald liebte es, in Rätseln zu sprechen, und er liebte es, Leute zum Nachdenken anzuregen, und liebte es, wenn sein Gegenüber jedes seiner Worte und seiner Bewegungen analysiert. Der Grund dafür, dass Grindelwald keinen Horcrux erschaffen hat, war die kleine Tatsache, dass er den Tod nicht fürchtete. Bitte verwechsel das nicht mit dem Argument, dass er keine Unsterblichkeit anstrebt, denn dort gibt es einen Unterschied. Ich denke, es war ein bisschen von beidem. Die Tatsache, dass es ihm egal war, ob er lebt oder stirbt, und die Tatsache, dass er seine Seele nicht verunstalten wollte, beziehungsweise er nicht hundertprozentig weiß, was dann passiert. Es war ihm einfach zu experimentell. Grindelwald hatte keine Angst vor dem Tod, denn er betrachtete den Tod nicht als Schwäche, wie Voldemort es tat. Jedes Leben hatte einen Wert für ihn. Einige Leben waren ihm mehr wert als andere. Er würde gerne sterben in der Hoffnung, dass die Welt der Zauberer endlich entlarvt wird, aus ihrem verborgenen Reich entfesselt wird und die Zauberer und Hexen endlich ihren Platz als dominante Rasse einnehmen können. Voldemort auf der anderen Seite, glaube ich, hätte alles und jeden vernichtet, was sich ihm in den Weg stellt, alles, was ihn aufhalten würde oder davon abhalten würde, unsterblich zu werden. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.